Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Coda, ein Passwort-Reset durchführen. Folgende Situation: Man hat Coda, die Lernumgebung für HTML, CSS und JavaScript, gestartet, möchte sich anmelden und hat nun sein Passwort vergessen. Wie geht man vor? Das habe ich in einem anderen Video schon mal erwähnt, möchte es aber dennoch zeigen. Man steckt die SD-Karte in einen PC, wo Coda, das Betriebssystem für den Raspberry Pi, obendrauf ist, wechselt ins Verzeichnis Coda-Settings, ins Unterverzeichnis Reset-Files und kopiert die Textdatei reset.txt ins Verzeichnis Coda-Settings. Dann einfach Coda neu starten und Passwort neu setzen. Okay. Coda kann man aber ebenfalls am PC starten. Und wie geht man nun vor, wenn man da sein Passwort vergessen hat? Erstmal zeige ich nochmal, wie man Coda startet. Coda ist hier im Verzeichnis Coda, also ins Verzeichnis Coda wechseln, ins Verzeichnis Coda-Space wechseln, dann Coda starten mit Node.js, local server.js und dann in den Browser eingeben localhost, Doppelpunkt, dann Port, das ist hier 8880. Okay, Passwort vergessen. Nun geht man ins Verzeichnis Coda, ins Verzeichnis Coda-Space und das Passwort wird in der Datei device.json gespeichert unter Passwort-Hash. Hier nun einfach die Zeichenkette löschen, speichern, dann Datei schließen. Und einfach den Server neu starten, beenden, nochmal neu starten und nochmal die gleiche Seite neu aufrufen. Localhost, Doppelpunkt 8880 hier. Und jetzt einfach das neue Passwort zweimal eingeben. Speichern und sich anmelden. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!